Im heutigen Video zeige ich euch eine Fortnite-Map, bei der ihr einfach komplett kostenlos OG-Items bekommen könnt. Mit dabei sind die Galaxy-Spitzhacke und die Renegade-Spitzhacke. Deswegen lasst ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, Leute. Und Leute, ich verschenke gerade jeden Tag Sachen an meine Abonnenten. Denn ihr seht gerade, ich habe mir extra für euch 40.000 V-Bucks gerade geholt. Deswegen tragt jetzt gerne meinen Supporter-Creator-Code TeamTubeYT ein, Leute. Je mehr Leute das machen, desto mehr kann ich auch verschenken. Und schreibt danach so oft wie möglich euren Epic-Name in die Kommentare. Und dann würde ich mal sagen, viel Spaß mit dem heutigen Video. Okay, Freunde, zuallererst einmal sind wir hier in der Fortnite-Lobby und ihr müsst dann erstmal da auf Inselcode gehen. Jetzt, Freunde, müsst ihr einfach nur den Code eingeben, den ich euch zeige, nämlich 1646-4005-6172 und danach bestätigen wir das Ganze und klicken dann einfach hier auf Auswählen. Jetzt, Freunde, ganz, ganz wichtig, muss das Ganze hier auf privates Match sein. Mit öffentlichem Match wird es nicht funktionieren und danach drücken wir einfach hier auf Spielen drauf. Wenn ihr dann auf jeden Fall in der Map angekommen seid, Freunde, müsst ihr erstmal einmal kurz respawnen. Wenn ihr das nicht macht, wird der Glitch nicht funktionieren und wenn wir das dann gemacht haben, drehen wir uns einfach einmal um und finden uns dann hier bei einer 1 gegen 1 Fläche. Als nächstes, Freunde, lauft ihr einfach von der 1 gegen 1 Fläche hier nach links und dann seht ihr da diesen Raum, wo drüber steht Lama Pickaxe. Jetzt seht ihr gerade am Boden einige verschiedene Spitzhacken. Galaxy, der Bleistift, Minty, die Widow Pickaxe, Eon, die Renegade Raider Spitzhacke, FNCS, Season 2 Battle Pass und die Leviathan Axt. Danach, Freunde, müsst ihr euch auf jeden Fall einmal auf diese blaue Fläche hier draufstellen und macht dann einfach einen Tanz. Es ist komplett egal, welcher Tanz, Leute. Und danach sucht ihr euch einfach diese Pickaxe aus, die ihr haben wollt. Beispielsweise machen wir das Ganze jetzt mit der Renegade Raider Pickaxe. Und ihr müsst dann einfach nur bei der Spitzhacke, die ihr haben wollt, einmal hier das Lama öffnen. Aus diesem Lama kommen jetzt ganz, ganz viele verschiedene Spitzhacken und davon nehmt ihr dann einfach eine in die Hand. Danach, Freunde, ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr zu der ganz linken Spitzhacke lauft. Und danach, Leute, müsst ihr einfach nochmal ein anderes Lama öffnen. Jetzt, Leute, ganz, ganz wichtig, müsst ihr noch ein einziges anderes Lama öffnen. Es ist dabei komplett egal, Hauptsache ein zweites Lama noch. Und ich mache jetzt zum Beispiel das da auf und danach nehme ich von da auch nochmal genau eine Spitzhacke. Wenn wir das dann gemacht haben, Leute, laufen wir einfach zu diesem Button und jetzt müsst ihr genau vor dem Button nochmal einen Tanz machen und jetzt drückt ihr einfach einmal hier auf den Button drauf. Aber ganz wichtig, Freunde, der Trick klappt nicht jedes Mal. Das Ganze klappt nicht immer, Freunde. Und wenn es einmal nicht funktioniert, dann müsst ihr das Ganze einfach nochmal machen. Ihr werdet dann erstmal hier sterben und respawnen und jetzt startet das Spiel. Und wir haben jetzt einfach diese Spitzhacke, Leute. Wie krank ist das bitte? Ihr könnt gerade sehen, ich kann damit schlagen und alles. Und ich habe sie sogar unten ausgerüstet. Das ist kein Fake, Freunde. Und ihr könnt da wirklich jede einzelne Spitzhacke davon haben. Und das Allerbeste daran ist, Freunde, ihr könnt wirklich alles damit machen. Ihr könnt theoretisch in der Map jetzt gegen eure Freunde 1 gegen 1 machen mit der Spitzhacke. Ihr könnt natürlich auch eure Freunde oder Bekannten trollen, indem ihr einfach so tut, als hättet ihr die Spitzhacken. Wenn ihr dann eine andere Spitzhacke haben wollt, dann geht einfach neu in die Map rein. Und Leute, das Allerbeste daran ist, das geht nicht nur einmal. Dann geht ihr einfach einmal hier zurück zu dem Raum. Dann stellt ihr euch wieder auf die blaue Fläche, macht irgendeinen Tanz. Und danach geht ihr einfach zur nächsten Spitzhacke, die ihr haben möchtet. Beispielsweise die Galaxy-Spitzhacke. Und danach öffnen wir einfach dieses Lama, Freunde. Und ganz, ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr immer erst das Lama öffnet von der Spitzhacke, die ihr haben wollt. Und wenn ihr das dann gemacht habt, geht ihr einfach wieder zu einem anderen random Lama hin und öffnet dann das zweite Lama. Und wenn wir das dann gemacht haben, sammeln wir einfach erneut eine davon auf, gehen dann wieder zurück zu dem Button, machen davor einmal einen Tanz und drücken dann einfach erneut den Button. Und jetzt, Freunde, müssen wir gleich respawnen. Und ja, Freunde, das war auf jeden Fall der Weg, wie man kostenlose OG-Spitzhacken bekommen kann. Ganz wichtig, Freunde, kurze Information, die könnt ihr nur in der Map benutzen. Das heißt, sobald ihr dann die Map verlasst, habt ihr die Spitzhacke leider nicht mehr. Leider könnt ihr die Sachen nicht außerhalb der Map benutzen, aber das liegt einfach daran, dass Epic Games immer noch Geld verdienen muss und sie es einfach nicht zulassen können, dass Leute kostenlose Sachen bekommen. Die Map ist trotzdem echt cool und ich hoffe mal, dass ich euch damit eine Freude machen konnte. Spielt auf jeden Fall mal die Map, der Code ist auf jeden Fall hier eingeblendet. Es gab natürlich früher auch Emote Maps, aber die wurden leider alle von Epic Games entfernt. Sobald es da aber eine neue Information gibt, werde ich diese Map auch direkt euch zeigen. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ich euch gerade helfen konnte und aktiviert unbedingt die Glocke, indem ihr sie auf alle stellt, denn ich lade jeden Tag ein Video für euch hoch oder gehe live. Und in meinen Streams verlose ich gerade auch mega viele V-Bucks. Deswegen schreibt euren Epic-Name in die Kommentare, folgt mir auf Instagram und kommt gerne auf meinen Discord-Server. Und dann würde ich mal sagen, das war's mit dem heutigen Video und wir sehen uns beim nächsten Mal.